Hallo liebe Freunde, ich spiele 7 Days to Die. Willkommen am Tag 56, am Abend, die Sordenacht. Und wie versprochen, werde ich nochmal versuchen, die Atombombe hier zu setzen. Und heute auch mal zu zünden. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir das vorstelle. Dass wir irgendwo eine verfickte Fackel haben. Die letzte Horde scheiterte daran, ja, die Horde scheiterte ja nicht, die ist ja gekommen. Das letzte Mal scheiterte es daran, dass ich die Horde nicht draußen machen konnte, weil mich eine Schlange gebissen hat. Und mir wurde vorgeschlagen, ich hätte Selbstmord machen können, aber das funktioniert nicht. Aus dem Grund, wenn der Charakter hier stirbt, ist er wieder bei null Nervenstärke. Mit null Nervenstärke klappt es einfach nicht, eine Horde zu machen. Der Charakter hört auf zu rennen. Oder zieht rum und rennt nicht. Oder macht beides. Auf jeden Fall heult er die ganze Zeit, ist völlig überfordert. So geht das jetzt nicht. Der setzt sich nicht. Mach ich was falsch? Ne, mit Rechtsklick, ne? So, jetzt sehe ich den Kanister auch. Ich muss gleich nur ein bisschen aufpassen, weil ich die Schlange nicht töten konnte, die hier rumliegt. So etwa 5 Minuten vor 22 Uhr schießen wir die Kanister hoch und dann gucken wir nach, ob dann das klappt mit der Atombombe, die da drin steht. Ich hoffe, ich habe genug Abstand. Ja, genug Munition habe ich bei. Wir haben 3500 Schuss fast. Dann 3 AK-47 und dann hier die PS1 33 Explosionspfeile. Das sollte für die Horde reichen. Wir uns schlagen lassen, das ist 5 vor. Ja, jetzt hat es nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Ich habe ja vorher gesagt, dass das schwierig sein wird, weil der Luftraum einfach zu groß war. Rein können wir da jetzt nicht mehr, weil da Radioaktivität ist. Das sieht nicht so aus, als wenn das Gebäude Schaden genommen hätte. Am meisten wundert ist, dass da hinten keine Screamer kommen, keine Schreihälse.
obwohl das so ein lauter Lärm war. Ich habe 10 Gaskanister gesetzt und die Atombombe. Normalerweise müssten die da sein. Ich hatte gehofft, dass sich das irgendwie auf die Horde auswirkt hier, aber anscheinend kommen an Hordentage keine Screamer mehr vorbei. Er steht doch schon wieder. Zwei Treffer. Normalerweise, am meisten machen wir immer die Spider-Zombies Sorgen. Weil zum einen treffe ich die so schlecht und zum anderen sind das eklige Biester. Ein flottes Biest. Alkohol hält schon 2 Stunden. Ich muss gleich irgendwann neu trinken, glaube ich. Ein bisschen Action gemacht. War aber jetzt irgendwie sauer. Eingeben den großen Körperdeckung. Und meine Kleine hat immer noch Spaß. Keine Polizisten mehr, die rumstehen.
haben immer noch 41 Punkte von 150 Punkte Nervenstärke. Aber die Horde ist ja auch noch nicht vorbei. Blöder Kerl, du! In meinem Käfig, hä? Alle. Schön. Wir haben nur 11 Punkte, wir müssen gleich in den Käfig rein. Ja, siehst du, er verhindert schon wieder das Rennen, mein Charakter. Du denn hin? Ich denke, die Horde habe ich überlebt. Ich finde das klasse. Ja, liebe Leute, viel war nicht drin, diese Horde. Ich glaube, ich habe hier ein Wuppeteil gekriegt. Dies hier. Ein Schrottgewehr. Und mehr war nicht drin. Die beiden großen habe ich nicht gefunden. Das ist schade. Weil ich hätte auch ganz gerne jetzt irgendwann sofort gleich am liebsten gerade jetzt eben ein Laserschwert gehabt. Aber das war nicht drin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, ciao und bye, bye. Ich gehe wieder heute Nacht in den heutigen Tag in die Mine und sage dann tschüssi.